Auf dem Weg zum BR8 können wir den Abbau des Traggerüstes an der Heilbronner Straße beobachten, der einmal den Gehweg und ein Stück der Fahrbahn trug. Darunter war einst die Zufahrt zum Güterbahnhof und später die Zufahrten im Bankenzentrum, Warenanlieferung und der Tiefgarage Hauptbahnhof, sowie für den Kopfwender unter der Heilbronner Straße. Leider verhinderte die Mittagspause der Arbeiter, dass ich euch das Ausheben des Stahlträgers zeigen kann. So ein Mist. Wie gut, dass ich eine Leiter mit mir herumschleppe. So kann ich euch von der letzten frei zugänglichen Ecke in diesem Bereich einen Schwenk über die BA 8 bis 11 anbieten. Die Armierungen für Bahnsteig 2 sehen schon ziemlich weit fortgeschritten aus. Auf Höhe der Querachse 2 sieht man die Armierung für einen Kelchfuß. Der Kelch soll hier keine Hutze bekommen. Der Bahnsteig 1 ist mit einer Plane abgedeckt, seitlich erkennt man Schalelement für die Seitenwände, die bis zum vollständigen Austrocknen das Ganze noch stützen. Nun geht es wieder ein Stück zurück und sehen als nächstes, wie bereits ein Stück Straße und Gehweg fehlen, die zuvor auf einem aufgeständerten Hilfsgerüst waren. Darunter befindet sich ja der neue Eisenbahntunnel. Vom Fußgängersteg aus blicken wir Richtung Bahndirektion und Tunnel Nordkopf auf die Bahnsteige 1 bis 4 von links nach rechts. Eine Besonderheit des Projektes sind die Spannbetonbrücken über dem S-Bahn-Tunnel im BA11. Die für den Bahnsteig 4 und die Fahrstraße wird gerade noch armiert und ist in Kürze für die Betonage bereit. Daneben stehen zwei Saugdruckwagen, um den Sand bei dem fertig gespannten Brücken wieder zu entfernen. Dabei wird mit hohem Druck Wasser eingebracht und das Füllmaterial so herausgespült und aufgesaugt. Dabei entsteht ein 10 cm breiter Spalt zwischen S-Bahn-Tunnel und dem neuen Bahnhof. Nach Abschalten des Grundwassermanagements füllt sich dieser Spalt mit Wasser. Allein diese Konstruktion wird 10.000 Tonnen wiegen. Schauen wir zur anderen Seite durch die wunderbar klaren Plexiglasscheiben durch und blicken auf BA 12 bis 14 und sehen die Baugrube vor lauter Kelchen nicht mehr. Vor uns ist der K10, rechts erkennt man einen Randkelch, nämlich den R5, und mittig dahinter ist K11.
den Mindestabstand ein und beachten Sie, dass das Tragen einer Nun schauen wir durch eine fast undurchsichtige Scheibe auf die Seitenwände des künftigen Tiefbahnhofes, der sogenannten Brillenwand und die Schalung für R6. Nun sind wir auf dem zweiten Fußgängersteg und blicken gen Norden auf BA14 mit teilweise aufgebauter Schalung für K13. Links daneben erscheint der fertige K14 mit seinem Hilfsgerüst. Zum Monatsbau sieht man sehr schön die Armierung einer Galeriestütze bzw. Brillenwand, wenn ich mich nicht irre. Mit dem Blick in die andere Richtung, also Richtung Wildertunnel auf BA14, schauen wir auf K18, der bereits fertig ist, und K19, der noch ziemlich viel Eisen vertragen kann. Maschinenfan erblicke ich endlich mal was für mich. Zwei Sennebogen Telekrane 613E mit bis zu 16 Tonnen Traglast. Der eine hebt eine Hilfsstütze ein und der andere eine Stahlplatte oder ähnliches. Weiter geht's aus dem Bahnhof heraus, über den Steg vorbei an der Bahnhofsmission Richtung Schlossgarten.
Witzig auch immer das Betonschiff mit den Bullaugen. Hypersprung nach BA21. Der neue Steg ist noch nicht in Betrieb zum Zeitpunkt meines Besuches. Und hier kann man sehr gut die Grenze zwischen BA21 und 22 mit den Bohrpfählen sehen. Im Bereich des Südzuganges stehen immer noch einsam die drei gegossenen Elemente. So eine Art Kunstwerk irgendwie. Das Oval wird einmal der Ausgang Richtung Planetarium sein. So, im K6 wird fleißig Eisen eingebaut, R3 ist fertig. Ende Februar 2021 feiert das Bahnhofsdach Halbzeit, wenn die 14. von 28 Kelchstützen betoniert wird. So die Bahn. Kurzer Blick dorthin, wo einst der Sennebogen Seilberger im Wasser das Oberhaupt des Nesenbachdüker aushob. Man sieht nichts mehr. Alles gut verfüllt. Über die neue Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie gelange ich zum BA 23 und 24, wo der alte Stadtbahntunnel abgebrochen wurde. Da tut sich heute leider nicht viel. Lediglich ein Mobilbagger hämmert an einer Ecke. So, nun sind wir am Ende meines Videos angelangt und ich hoffe, es hat euch etwas gefallen. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. See you!